seid auch zu diesem Vlog ganz herzlich gegrüßt, der auf diesem Kanal eigentlich gar nichts verloren hat, weil es sich um Tipps dreht, wie man auf YouTube bestehen kann oder vielmehr, was man nicht tun sollte. Aber ich werde halt doch öfter mal angeschrieben von Leuten, die mich bitten, mal ihren Kanal anzuschauen und Tipps zu geben und Kritik dazulassen. Und natürlich sehe auch ich, sowohl unter meinen Videos als auch unter anderen Videos, diese Kommentare von wegen, ey, abonniert mich. Und das sind irgendwie immer so drei Dinge, die die meisten falsch machen. Die ich euch jetzt mal erzählen will, die ihr dann bitte nicht falsch macht. Also, Tipp Nummer 1. Der Hintergedanke, ich mache YouTube, damit ich damit Geld verdienen kann, der funktioniert nicht. Natürlich, man kann mit YouTube Geld verdienen. Gar keine Frage. Aber das ist nicht so einfach. Bloß weil ihr ein Video hochladet und das monetarisiert, so wie das so schön heißt, und dann wird die Werbung angezeigt und ihr könnt dann damit Geld verdienen, heißt das noch lange nicht, dass ihr dann noch Geld verdient. Was braucht man nämlich für Werbeeinnahmen? Aufrufe. Und jetzt kommt der Haken an der Sache. Es gibt ja diese Standardrechnung. 1000 Aufrufe für ein Video, 1 Euro. Das stimmt so nicht unbedingt. Also zum einen ist dieser Wert nicht jeden Tag derselbe. Also das sind vielleicht manchmal tatsächlich 1 Euro pro 1000 Klicks. Am nächsten Tag sind es 3 Euro für 1000 Klicks. Am Tag darauf sind es nur noch 50 Cent für 1000 Klicks. Vor allem aber gibt es eine Auszahlungsgrenze von Google. Und die liegt bei mindestens 70 Euro. Wenn wir jetzt mal rechnen, 1000 Aufrufe, 1 Euro, dann bräuchtet ihr 70.000 Aufrufe. Insgesamt, jetzt nicht irgendwie innerhalb von einer Woche oder einem Monat oder so, sondern insgesamt 70.000 Aufrufe auf monetarisierte Videos. Also ab dem Moment, an dem ein Video Werbung anzeigt oder neben einem Video Werbung angezeigt wird, ab dem Moment könnt ihr Geld verdienen. Davor oder auch danach reichen diese Aufrufzahlen dann halt wieder nicht mehr. Wenn ihr jetzt mit YouTube anfangt, dann dauert das ein bisschen, bis ihr 70.000 Aufrufe habt. Nur mal so. Ich mache im Monat mehr als 70.000 Aufrufe auf meine Videos, aber ich habe halt auch um die 600 Videos hochgeladen. Wenn man dann gerade frisch anfängt, und das sind da vielleicht 5 Videos hochgeladen, bräuchte man ja mehr als 1.000 Aufrufe pro Video. Mehr als 10.000 Aufrufe pro Video, damit das passt. Verabschiedet euch von der Idee, dass das funktioniert. Denn, und jetzt kommen wir zu Punkt 2, ihr braucht Geduld. Wenn ihr keine Geduld habt, verabschiedet euch von YouTube, vergesst's. Keine Chance. Das geht nicht von heute auf morgen. A, es dauert ein bisschen, bis ein Video fertig ist. Das ist auch nichts, was man mal in 10 Minuten oder einer halben Stunde macht. Das braucht ein bisschen. Und B, es ist halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Das ist echt wahnsinnig demotivierend. Ihr ladet ein Video hoch und jetzt wollt ihr natürlich, dass es Leute angucken. Aber da guckt keiner. Es guckt einfach niemand. Das erste Video auf eurem Kanal, da könnt ihr noch eine Woche später sitzen und die Aufrufzahlen, die da stehen, die sind wahrscheinlich alle von euch, weil ihr ab und an mal draufklickt und denkt, oh, vielleicht ist was passiert. Es passiert nichts. Das ist ein Video, da kommt nichts. Und jetzt kommt halt der Haken an der Sache. Wenn ihr ungeduldig seid, passiert das, was ganz, ganz oft passiert. Ihr fangt an, Werbung für euren Kanal zu machen, noch bevor ihr überhaupt ein Video hochgeladen habt. Hier mal ein Tipp. Bevor ihr euch einen YouTube-Kanal anlegt, macht mal 2, 3 Videos. Macht sie komplett fertig oder so weit fertig, wie ihr sie machen könnt, ohne Kanal. Also hochladen könntest du dann natürlich nicht. Und schaut erstmal, wie viel Arbeit es ist, ob euch das Spaß macht, ob ihr das überhaupt könnt, bevor ihr euch dann einen Kanal anlegt. Die Mühe, einen Kanal anzulegen, könnt ihr euch sparen, weil ganz viele irgendwann feststellen, wenn sie den Kanal angelegt haben und dann sitzen sie mal am ersten Video, hey, das ist ja doch irgendwie ganz schön viel Arbeit. Und ich muss nebenher, ich weiß ja nicht, arbeiten oder Schule machen oder vielleicht habt ihr auch den ganzen Tag Zeit, keine Ahnung. Da ist der Kanal angelegt für nichts und wieder nichts. Mach doch einfach erstmal ein Video. Guck dir das mal an. Und wenn du dann denkst, okay, ja, macht Spaß, mach noch eins. Vielleicht noch ein drittes. Und wenn du dann immer noch denkst, ja doch, das würde ich jetzt eigentlich auch ganz gerne mit der Welt teilen, dann legst du dir einen Kanal an. Dann lädst du das hoch. Und dann mindestens 5 Videos hochladen, bevor ihr mal anfangt, Werbung für euren Kanal zu machen. Nicht vorher. Wenn ihr Werbung für euren Kanal macht und ihr habt keine Inhalte hochgeladen, warum sollte dann jemand, da kann ja nichts gucken, warum sollte ihr euch dann abonnieren? Hey, ich mache Videos zu, keine Ahnung was für ein Thema, sucht euch was aus. Und dann klicke ich mir den Kanal an und denke mir, toll, zeig mal her. Und dann ist da nichts. Da gehe ich doch wieder weg. Da klicke ich doch nicht auf Abo. Warum denn auch? Allerhöchstens vielleicht, um mir das zu merken.
Und dann kommt das erste Video hoch und dann denke ich mir, was ist das denn für ein Mist? Und dann ist ein De-Abo da. Das ist ja noch demotivierender, als nichts zu machen, aber halt auch nichts zu bekommen. Ich meine, das ist ja irgendwo logisch. Wenn ihr in einen Laden geht und ihr sagt, ihr hättet gerne eine Packung Kaugummi und ihr gebt kein Geld, dann bekommt ihr auch keine Packung Kaugummi. Also, Geduld. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Die Werbung. Ich weiß, es ist ganz einfach, einen Kommentar zu schreiben, in dem drin steht, abonniert mich. An so einem Kommentar sind zwei Dinge falsch. Erstens, der Inhalt. Warum sollte ich jemanden abonnieren, der sagt, abonniert mich? Also es müsste mindestens noch drinstehen, was hat er mir zu bieten? Was macht er für Videos? Zum Beispiel, abonniert mich, weil ich tolle Videos mache. Nein, mehr so im Sinne von, hey, ich mache auch Bildungsvideos, abonniert mich. Schon besser, aber immer noch eine totale Katastrophe. Das Erste, was ihr machen müsst, ist, euch ein Video auszusuchen, was mit dem Thema zu tun hat, das ihr auch behandelt. Wenn ihr Bildungsvideos macht, seid ihr bei meinem Kanal richtig. Wenn Leute unter meinem Kanal, ein Bildungskanal, einen Kommentar schreiben, abonniert mich, ich mache Beauty-Videos, dann denke ich mir manchmal, ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist, aber aus Beauty und Fashion mache ich mir wirklich überhaupt nichts. Klar, natürlich, vielleicht meine Zuschauer kommt trotzdem nicht gut an. Geht doch einfach mal unter ein Video, bei dem dann auch euer Thema behandelt wird. Wenn ihr Beauty macht, dann geht an ein Beauty-Video und dann nehmt euch nicht den größten, bekanntesten YouTuber raus, sondern pickt euch ein bisschen den kleineren raus. So unter 100 Abos, also quasi so wie bei mir, nur dass ich ja keine Beauty-Videos mache. Und da schaut euch mal um nach neuen Abos, indem ihr einen Kommentar postet. Aber keinen Kommentar im Sinne von, hey, ich mache tolle Videos. Sondern, jetzt kommt der Geheimtipp, einen Kommentar zu diesem Video, in dem nirgendwo drin steht, abonniert mich doch mal. Schaut doch mal bei mir vorbei. Hey, ich mache auch so Videos. Nein! Ich habe seit ein paar Wochen jemanden bei mir unter den Videos. Ich vergesse leider ständig den Namen. Aber ich verlinke ihn euch mal. Der schreibt immer einen Kommentar zu, ich glaube, fast jedem Video, was ich hochlade, zum Inhalt. Zum Beispiel fügt er noch einen Tipp hinzu, wenn ich einen Tipp gebe, den ich nicht erwähnt habe. Oder, was hat er noch gemacht? Lass mich kurz überlegen. Er erwähnt vielleicht einfach mal was beiläufig, was gar nicht so wichtig ist, aber was zum Thema passt. Oder er übt Kritik. Einfach jemanden, der sich in den Kommentaren zeigt mit guten Inhalten, bei denen auch andere von profitieren, bei denen auch andere sagen, hey, der Kommentar ist gut. Auch mal ein Like für den Kommentar geben. So jemand schafft es dann bei mir, sofern er natürlich gute Videos macht, in die empfohlene Kanälebox. So jemanden empfehle ich. Aber nicht jemanden, der keine Videos auf seinem Kanal hochlädt und dann sagt, hey, abonniert mich. Merkt ihr selber, wie doof das eigentlich ist? Das ist auch ganz lustig, neulich hat mal einer geschrieben, ich weiß, solche Kommentare nerven, aber wie soll man sonst als kleiner YouTuber schaffen, mehr Bekanntheit zu erlangen, wenn man nicht schreibt, abonniert mich? Genau so klappt es halt eben nicht, weil es nicht reicht zu sagen, abonniert mich. Wenn ihr regelmäßig Videos hochladet, die gut sind, das ist wichtig, dann braucht ihr eigentlich keine Werbung, solange ihr einfach nur geduldig seid. Ich mache das jetzt seit 6 Jahren. Ich habe noch keine 100 Abos, ich mache aber auch überhaupt keine Werbung. Es kann passieren, so wie es bei manch einem passiert, dass irgendwann mal so ein mega Hype kommt. Irgendeiner, weiß nicht, ein bekannterer YouTuber mich mal in seinem Video erwähnt oder so. Und bumm, auf einmal wird es gepusht. Das kann passieren. Das ist aber sehr selten. Darum zu betteln, kommt nicht gut. Zu hoffen, dass es passiert, hilft euch nichts. Macht einfach Videos, weil es euch Spaß macht. Nicht mit dem Hintergedanken, das gibt bestimmt viele Klicks. Das ist sowieso so ein Thema, solange man nicht selbst mal ein bisschen Erfahrung mit YouTube hat. Also als YouTuber jetzt kann man das nicht einschätzen. Und ich mache das jetzt seit 6 Jahren und ich verschätze mich immer wieder. Neulich einen Vlog gemacht dazu, ob man eigentlich ein Zertifikat braucht, wenn man online auf YouTube Nachhilfe macht. Ein Thema, was ich immer mal wieder in meinen Kommentaren lese und gefragt werde, wovon ich ausgegangen bin, das ist ein Vlog, der mehr Klicks bekommt als sonst so. Der war total unterdurchschnittlich. Sonst ein Vlog, den lade ich um 18 Uhr am Mittwoch hoch, beziehungsweise der wird da veröffentlicht, und um 10 Uhr am Abend hat er die 1000 Aufrufzahlen geknackt. Der hat 3 Tage dafür gebraucht.
umgekehrt am Samstag ein Video zum Zeitmanagement für Schüler, von dem ich gedacht habe, naja, Standard, das ist ein Samstagsvideo, hat vielleicht so am Abend, vielleicht auch erst am Sonntagabend so die 1000 Aufrufmarke geknackt. Der hatte 2000 Aufrufe noch vorm Samstagabend. Verstehe ich übrigens immer noch nicht. Aber hey, das, selbst wenn man da Erfahrung hat, es ist echt schwer einzuschätzen, welche Themen gut ankommen. Deshalb verabschiedet euch von dem Gedanken. Macht einfach Dinge, über die ihr Bescheid wisst, oder nehmt Themen, über die ihr Bescheid wisst, macht Videos zu Dingen, die euch interessieren. Und lasst mal den Gedanken weg, das kommt bestimmt gut an, da kriegt bestimmt voll viel Geld für, voll viel Aufrufzahlen. Nein, solche Sachen fliegen auf, und zwar schneller als ihr glaubt, und sie gehen nach hinten los, und sie sorgen letztendlich eigentlich nur dafür, dass ihr total viele negative Bewertungen bekommt, was letztendlich nur dazu führt, dass keiner mehr guckt. Also, habt Geduld, ladet einfach hoch und wartet ab. Nur so funktioniert es. Ich weiß, das ist desillusionierend, das ist total demotivierend, wenn man da mal angefangen hat, aber das ist YouTube. Schaut euch mal die an, die jetzt richtig viel Erfolg haben. Die haben alle schon vor ziemlich langer Zeit angefangen und die bringen alle regelmäßig Videos, teilweise täglich. Mehrfach. Das ist Arbeit. Das macht sich nicht in einer Stunde. Sorry. Ist die Wahrheit. Verabschiedet euch von dem Gedanken, dass YouTuber den ganzen Tag nur auf der faulen Haut sitzen und ab und an mal ein bisschen auf meinem Computer rumklicken, um zu arbeiten. So sieht's nicht aus. Das ist echt nicht so. Aber man kann es natürlich als Hobby machen und dann genau so. Nur dann ist es halt ein Hobby und nicht der Gedanke, hey, ich werde jetzt YouTuber, weil das ist cool. Nope, so funktioniert's nicht. So, mit diesen total motivierenden Worten verabschiede ich mich jetzt. Und wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit auf YouTube, sei es als Zuschauer oder als YouTuber selbst. Macht nichts, ist egal wie. Habt einfach Spaß, denn genau dafür ist diese Plattform da, damit ihr Inhalte anschauen und hochladen könnt, die andere gerne ansehen möchten. Ciao.